Spinnen haben Mehl. Wie bei, Herr der Ringe, wenn du da die Schlacht um Mittelerde 2, wenn du da die Orks spielst, hast du immer ganz viel Spinnenreiter, Spinnendings. Hier ist eine Steintür. Können wir die aufmachen? Ja. Kann man reingehen, ja? Na dann. So, die Frage, hat jemand Mage Hand? Nein. Magierhand? Nein. Ja. Sehr gut. Die könnten wir jetzt sehr gut gebrauchen. Okay, ja, ich ahne, was passiert hier. Nicht so weit vorlaufen. Ja, ich weiß, ich war hier schon mal. Ja. Und wenn die Magiehand nach vorne schwebt, dann kann sie die Rune des Adlers betätigen. Was hier auch gut funktioniert ist, wenn man in den, weiß nicht. Was nicht gut genug. Was aber auch funktioniert ist, ist in den Rundenmodus zu wechseln und mit Spurten dran vorbeizurennen. Das klappt im Zweifel auch. Das funktioniert nicht. Aber ich habe das letzte Mal auch probiert. Ihr könnt mich ja aufwecken. Ja, ich bin einfach besser als die Hand. Ja. Oh, möchte vielleicht jemand mal schleicht versuchen? Am besten unsere Kriegerin. Ich will nicht schleichen. Wir versuchen da vorne die Spuren dieser Wurm runterzuschubsen. Mich stoßen. Die hat seinen Schlüssel dabei, ja. Der Tause weg. Ach ja. Ja, ist schon halb tot. Meine Spinne ist dran. Ich sehe da oben. Weiß sie nicht. Oder sie ist auch mit dran. Ich kann nicht mal was machen. Ich kann nicht mal zaubern. Nicht genügend Bewegungsrate. Ja, ich bin auch noch zu weit weg. Nee, ich kann gar nichts machen. Ich kann meinen Zug hier oben beenden. Mehr kann ich nicht machen, außer mich ein bisschen bewegen. Ja, mehr konnte ich auch nicht machen. Nicht genug Ressourcenaktionen, nicht genug Bewegungspunkte. Oder hätte ich die Spinnen? Nee, die Spinnen sind dann erst noch dran. Ja. Ach so, weil ich... Oh, ich fürchte, meine Spinnen überleben das gleich nicht. So, nee. Oh je. Kann ich das nicht werfen? Nein. Und China-Spinne wird das wahrscheinlich auch nicht überleben. Ah nee, es ist ja, ausgeschaltet. Was ist denn für ein Blödsinn? Was ist ausgeschaltet? Alles gut. Alles schön. Alles ist schön. Wir sind alle überrascht. Ja. Nein, das heißt den Angreifen nicht daneben latschen. Ach, natürlich hat er seinen Rettungswurf geschafft. Ist immer so, dass der Rettungswurf gelingt. Auch einen kleinen Moment, ich muss ein paar Spinnen bewegen. Ich weiß immer noch nicht, was Billy von deinen Haustieren hält. Und dann würde ich das ja eigentlich auch ganz gerne etwas effizient machen mit dem Laufen. Weil die müssen ja einmal runterlaufen. Oh Gott. Die Wegfindung ist ja ein bisschen fummelig. Die Wächterstatue ist gleich auch noch dran. Ja, aber die ist ausgeschaltet. Genau, die ist deaktiviert. Aber was, wie gesagt, auch ganz gut funktioniert, ist einfach bei den Wächterstatuen in den Rundenmodus zu gehen und die ist dann immer ganz nach einem dran und mit Spurten kann man dann außer Reichweite kommen oder sie sogar ausschalten. Hat wer einen Feuerpfeil dabei? Nein. Lass mich mal gucken, was ich so habe. Quiet.
Ich glaube, ich habe keinen Feuerpfeil, aber ich habe ein Alchemistenfeuer dabei. Kannst du das da runterschmeißen dann, wenn ich fertig bin? Ja, kann ich. Jetzt kannst du. Das müsste in Flammbar sein, hoffe ich mal. Ja, ja, schmieren ist in Flammbar. Und das Wasserfass hat einen Teil wieder gelöscht. Ja. Aber macht ja nichts. Der eine ist übrigens verspottet. Das heißt nicht genug bewegt. Ach so, weil sie nicht in Argo noch rankommt. Was das denn? Einspinnen. Das hat wieder mehr Feuer gemacht, oder? Sieht das nur so aus? Ich glaube, Netze können Feuer fangen. Ja, ja. Sieht aus, als hätte das Netz wirklich Feuer gefangen. Interessant. So, fliegen wir dich mal. Dazu Fernkämpferin. Du darfst nicht. Denn dahin. Oha. Er hätte eh einen Nachteil auf den nächsten Angriff gekriegt. Ja, er hat ihn vergiftet. Getötet. Powerfrosch. Alter. Ja, mein Rahmen kommt da mit der Killrate noch nicht ran. Aha, aber gleich. Kann ich erstmal eine andere Spinne nehmen? Nein, kann ich nicht. Oh, Bafotoxin? Okay. 10 Runden lang. Ah, oh, wieso sind denn jetzt erst die Spinnen dran, die hinten stehen? Bis die Spinnen da sind, ist der Kampf vorbei. Ist ja auch in Ordnung. Jetzt muss ich halt auch noch hier rüberspringen. Aber Belly ist zumindest nicht von deinen Haustieren begeistert. Das macht ja nichts. Wo sind meine Kinder? Die sind angeblich mit dem Zug vorbei. Julivi ist noch dran. Oh, okay. Durch den Schlamm komme ich nicht so weit vorwärts. Ja. Das Feuer rückt näher, okay. Haben wir jetzt noch irgendwo einen Gegner? Ach, da unten. Ja, es ist noch so einige. Ja, mit dem einen Lebenspunkt ist sowieso gleich tot. Ja, oh, ich habe echt Probleme, die zu erkennen. Da haben wir noch einen. So, der ist auch Geschichte. Ja, du kannst auch oben auf die... Ja, musste ich machen. Ich sehe dir echt nicht gut. Nee, Findal ist bloß bewusstlos. Den vielleicht nicht angreifen. Ja, das war's. Meine Spinnen kommen zu dir. Ja, komm zu mir. At the ready. Ich finde, da kann man reden. Ja dann. Ja, mach mal. Ich glaube, ich habe den bei mir versehentlich getötet. Als Spieler, ich wusste gar nicht, dass der lebt. He doesn't respond. Okay, er reagiert nicht. Ja, mit einem Heilungszauber reagiert er bestimmt. Ja, kann ich machen. Könnte vielleicht jemand mal herkommen? Wohin? Hier oben. Was ist denn da oben? Eine Kiste, aber ich habe meinen Wahrnehmungswurf vergeigt. Ich habe so die Vermutung, das ist eine Falle. Sehe ich im Weg? Warte, ich gehe ein Stück weg.
Ja, Falle. Fallenentschärferwerkzeug. Geht's ja noch? Ich entschärfe mal die Falle an der Kiste. Ja. Bin da lebt. Dann du wärst schon erfolgreich gewesen. Boah, schwere Truhe mit 15. Das könnte was für unsere Rani sein. Toll, jetzt habe ich hier gerade eine Zweihandaxt gefunden, die schadensmäßig besser ist als der Drachengriff. Düdüm. Das Färbemittel dunkle Flieder, wie kann ich denn das hernehmen? Noch keine Ahnung, ich dachte mir, von der Farbe könnte es was für dich sein, aber ich habe dir noch was anderes gegeben. Ja, fliegende Natur. Der ist vielleicht schöner als der andere, aber er ist gleich stark. Jetzt ist die Frage. Lebendig verbrannt bewirkt zusätzlich 1 bis 4 Schaden bei brennenden Zielen oder grundsätzlich 2 Schaden mehr. Wer will mit Findal reden, soll ich? Oder will ich dachte, Morphium wollte. Hatte ich schon und da hat er gesagt, er reagiert nicht. Ja, aber ich habe ihn jetzt ja geheilt. So. Jetzt ist er, ja toll, jetzt hat die Spinne ihn angegriffen, jetzt hat sich das eh erledigt. Gut. Jetzt ist er abgehauen. Ja, ja, weil er eben Schaden gekriegt hat. Das war keine Absicht. Ich glaube, die Spinne ist gestorben und er ist dadurch dann irgendwie weggerannt oder hat auch einen Schaden gekriegt. Vielleicht durch das Feuer, das er zu dicht dran stand. Vermutlich. Oder die Spinne ist dann verbrannt. Ah, da kommt er wieder. Na gut, sonst rede ich ihn einfach mal an hier. Oh, thank you. I thought I was gonna die down here. Zuhören. Alle im Dialog? It's my fault. I thought I'd given them the slip, but they followed me through the tunnel back there. I must tell the others what happened. I step careful. There are traps in these tunnels. And thank you again. Ich weiß, dass sie fein sind. Und nun? Naja, entweder den Gang noch bis zu Ende erkunden oder halt wieder zurück. Also man kann so viel verraten, man kommt in den Hain. Ja, ich weiß. Hier ist wieder so eine Wächterstatus. Schon ausgeschaltet. Aber da hinten, da kommt man nicht hin über die Dinge, oder? Warst du schon mal da drüben, Tina? Wo drüben? Na, da drüben. Das Abgrund. Hier ist eine Steintür. Achso, oder da drüben. Achso. Also man kann darüber kommen, durchaus. Würde ich vielleicht wieder werfen. Ja, aber er muss ja auch wieder zurückkommen. Es gibt zum Beispiel auch Zauber, mit denen man seine Sprungfähigkeit erhöhen kann. Oder man kann fliegen. Werfen. Fliegen auch. Werfen hört sich irgendwie am besten. Da unten ist halt noch eine Rune des Wolfs. Ich sehe jetzt nichts, weshalb man da... Gut, da ist ein toter Mensch. Mhm. Könnte sogar hinspringen. Ich wäre nur dann liegend und ich würde ein TP verlieren. Naja, ein das TP Liegen ist könnte ja in dem Fall ein Problem sein. Die Statue wird dich wahrscheinlich zerbrutzeln. Oh. Vor allem daneben so als Anmerkung Abgrund. Du kannst darüber springen und du wirst wahrscheinlich nicht unbedingt auf der Nase landen. Oh ja, jetzt muss die Schiene beeilen. Oh, nur ein Treffer abbekommen. Und du brennst noch. Ja, rußiger Schlüssel und eine Schrift von Knochenkälte. Das passt einfach zu Rani. Was macht denn das? Ah, den kannst du haben, Schiene. Das ist mein Kämpfe. Achso, und nein, geht auch. Ansonsten kann ich halt auch einmal pro lange Rast eine kurze Rast zusätzlich noch machen durch ein wunderschönes Lied. Achso, eine kurze Rast, ja. Kann Jollum eigentlich auch Zauber lernen? Ja. Warte, dann
schmeiß ich dir einen Zauber rüber. Aber ich kann halt nicht so viele ausführen, glaube ich. Also ich habe halt viermal Zauberplatz Stufe 1 und zweimal Stufe 2. Ja, aber den ich jetzt gerade rübergeschoben habe zum Lernen, das ist mein Cantrip, den kann ich immer hernehmen. Ah, okay. Das ist halt die Frage, ob du aus einer Schriftrolle lernen kannst, wie ein Magier. Wie würde ich das denn machen? Du drückst auf Inventar, auf Zauberbuch oben in der Mitte. Ah, okay. Zauberbuch, ja. Da rechts ist das weitere Zauberlernen. Ich weiß nicht, ob du da dieses ovale Ding zum Auswählen hast. Aber ich guck mir das mal bei dir an. Das ovale Ding. Warte mal, ich war eben im Gruppenmenü, ich gehe nochmal beim. Wie kann ich das Zauberbuch alleine nur meins öffnen? Über Inventar. Aber genau. Wenn du die anderen aufmachst, bei ihm, also bei solche, ist ein extra Button weitere Zauber erlernen. Also ich hab. Den hat sonst keiner. Es ist halt eine Magierangelegenheit. Nee, kann ich nicht. Einer der Vorteile von Magier, massenhaft Zauber ansammeln. Kostenlos Geld. Kann ich nicht. Ich kann nur meins. Kann mit diesem Stück Papiere nichts anfangen. Doch, du kannst davon den Zauber nutzen. Achso, aber nur einmal dann, oder? Ja, Zauber. Selbst Julivi kann die Zauber sprechen. Aber warte mal kurz, hab ich denn den Zauber nicht auch schon? Aber ein Nahkampfangriff wäre ja tatsächlich für Julivi besser. Deswegen schiebe ich das da mal rüber. Ich gib das hier mal China. Muss ich gucken, ob ich die eigentlich auch schon habe. Inventar. Das hier nicht. Brennende Hände habe ich noch nicht. Okay, nee, die beiden habe ich noch nicht. Die muss ich da noch lernen. Aber die Donnerwoge, die ist was für China. Das ist. Die ist was für jeden. Schriftrolle Knochenkälte, die kann doch irgendwie jeder benutzen, oder nicht? Ja, die Schriftrollen kann jeder nutzen. Genau, aber das ist ein Regelwerk. Ich dachte mir nur, für dich macht so ein Nahkampfangriff mehr Sinn als für mich. 18 Meter ist Nahkampfangriff. War 18 Meter? Ja. Okay, dann ist egal. Ich kann halt die Zauber durch die Schriftrollen erlernen. Also ich verbrauche dann die Schriftrolle, ich kann den Zauber aber dann hernehmen, wenn ich ihn einstelle. Genau. Das ist der Unterschied zwischen normale Schriftrollen verwenden und Zauberer verwenden Schriftrollen. Dann kommen wir hier wieder raus, oder? Oder seid ihr schon raus? Ich bin schon raus. Okay. Ich sehe gerade, China hat mich rüstungsklassenmäßig überholt. Dann ist also China unser Tank. Ich dachte mir, okay, du hast so einen schönen Schuppenpanzer drin, den du nicht nutzt, aber an sich ist der nicht gut für mich. Und nicht wirklich gut. Aber warum ist der bei dir? Also ist das dann irgendwie so abhängig, was man ist, dass das bei dir eine höhere Klasse hat? Ach so, okay. Nee, also ich habe eine hohe Geschicklichkeit von 17. Ach so, da aufmachen. Davon kommen aber bloß bis zur 14 zum Einsatz, also maximal plus 2 Modifikator. Darum ist die nicht perfekt für mich. Ich kann sie nicht voll ausnutzen. Wollen wir ins Lager? Ich habe gleich wieder eine gewischt vom Kater. Ja. Ins Lager gehen? Was für. Ach, du meinst, das ist unser Lager? Ja, jeder ab ins Lager. Wir müssen ja nicht schlafen oder sonst was. Aber da würde ich halt immer die Streams beenden. Können wir gerne machen. Können wir machen zum Lager. Kann auch ins Lager ohne Rast zu machen. Genau. Ja. Ja, ohne Rast. So, liebe Kinderchen, das ist das Lager hier. Das Lager verändert sich auch immer, wo man gerade ist, ne? Ganz genau. Ja, ich hatte halt im ersten
Singleplayer habe ich jetzt als erstes gedacht, oh jo, ins Lager, und dachte, und Rast. Und ich dachte, dann musst du erstmal irgendwo eins aufbauen oder dir eins finden, wo dein Lager ist. Und dann habe ich das die ganze Zeit nicht gemacht. Weil ich mir halt dachte, ja, Kombinieren. Ah, Moment, ich das hier und so. Und ich glaube, wir wollten schlafen gehen. Wollten wir. Okay, dann mache ich wieder aus. Tschüss. ja, ich glaube, Jolam sind die Zauber ausgegangen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Zauber wesentlich besser aussehen. Also ich habe noch eine Stufe 1 und zwei Stufe 2 Zauber. Das würde sogar noch funktionieren. Was? Ich habe auch sogar. Weil wir waren noch nicht schlafen. Mir ist, glaube ich, noch alles. Eine kurze Rast haben wir auch noch. Eine kurze Rast haben. Ja, ich glaube, wir sind bloß hierher gegangen, weil wir Ding aufgehört haben. Also weil eben. Das auch. Jo. Aber weiß ich nicht, wie viele Zauber hast du noch, Junge? Einmal Stufe 1, zweimal Stufe 2. Das ist aber relativ wenig, dann sollten wir. Das ist. Ne, sonst habe ich. Also mir fehlen nur drei Stufe 1 Zauber. Also mir, ich habe die Hälfte noch. Und was ist das? Das Hauptproblem könnte sein Zaubertrick. Zauber sind seine Heilzauber. Zaubertrick kann ich nicht machen. Also naja, man kann doch fast jeden Zauber als Stufe 1 oder Stufe 2 ausführen. Ja, also abcasten sollte gehen. Dann sind's sogar nee, auch auf. Also meine Heilzauber kann ich tauchen da auf bei Stufe 2. Das einzige. Ja, ich meine gerade abcasten, also hochcasten sollte gehen. Hochcasten geht runter nicht, ja. Aber das ist dann ja nicht schlimm. Das Lustige ist, sie sind dann auch mächtiger, sie heilen mehr. Ja, genau. Von daher, Hälfte ist noch da. Dann können wir weitermachen, ne? Nur eine Spinne ist fast tot. Ja, die wird aber nicht mehr heilen. Aber es sind doch meine Kinder. Wären die dann grün und schuppig? Natürlich. Aber die sind rosa. Ja, die kommen auch ein bisschen nach Papa. Ich hab mir das Lager mal verlassen. Joa. Wie ging das denn drauf? Du hast da oben rechts, unten rechts so ein Camp-Symbol, so ein Lagerfeuer. Ja. Lager verlassen. Oh. Kurzer Rast, langer Rast, Lager verlassen. Wald. Nein, ich hab keine Klamotten. Warum habt ihr eure Klamotten nicht an? Gina? Unfassbar. Ist einfach bloß, Ich wollte gerade Frivola Freitag sagen, aber es ist zu früh. Ich war einfach bloß Rüstungsset ein- ausblenden. So, diejenigen, die keine Ahnung haben, müssen führen. Okay, ich habe keine Ahnung. Na dann, rennen wir hinterher. Ich laufe jetzt hier hin. Ich glaube, wir brauchen jemanden mit etwas mehr Ahnung. Ich würde jetzt spontan nach links gehen, dann also auf der Karte. Die Karte dreht mit. Bei mir nicht. Die kannst du einstellen, ob sie mitdreht oder nicht. Ach so. Hier ist eine Brücke, ist ein Troll unter der Brücke. Stimmt. Ich will also nach Westen gehen. Also nach oben auf der Karte. Da sind kaputte Menschen. Und Fässer. Oder? Ich habe nicht gespeichert. Nein, das hat automatisch gespeichert. Zieh ab. Zieh ab. Was zur Hölle? Jetzt zieht hier wen ab. Wer sind die denn? Bart. Die kenne ich gar nicht. Dann fragen wir ihn doch einfach mal hier. Bleib stehen, Bart. Damn it. Sprich. I wish we could at least have given them a proper burial. Okay, viel hat er nicht zu sagen. Wenn wir sie wenigstens begraben könnten. Tote Abenteurer. Toter Goblin, den kann man beklauen. Vielleicht ist ja Aladin ein bisschen gesprächsbereiter hier. Wobei der ist auch noch ganz schön panisch. Verhinder. Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. Na, hier geht was. Ja.
Not no more. The contract didn't mention no goblins. I would have prepped the lads, brought better weapons. The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Have at it, if you think you can do better. It's called the Night Song. It's supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back, if you feel like dying. As soon as he heard we had a contract to find that Night Song relic, he was more eager than a hound in heat. When the goblins jumped us, most of my crew scarpered, just like I taught them to. The old codger didn't. I'm just glad to be rid of the bloody thing. Happy hunting. Irgendwie ist, ich weiß auch nicht, also mit der Aufmachung von dem Drachen wirkt das immer wie so Master und Commander redet mit dunklem Mittelalter. Ja. Aber ich kenne die beiden doch, aber ich rede immer in der Stadt mit denen, oder im Hain. Tja. Hier nicht. Jedes Mal, wenn ich Baldur's Gate lese, denke ich immer, die Stadt heißt Baldur und das ist immer nur am Tor. Und dann frage ich mich, was machen die alle am Tor? Gehen die nicht mal rein? Ist ein kaputtes Wildschwein. Kaputtes Wildschwein kann man ausnehmen. Armes Wildschwein. Ja, mein Charakter hat eben gemeint, sie sieht irgendwie ganz okay aus, ist aber tot. So ein bisschen. Ja, ich untersuche es einfach mal. Ach, Bonus sei Dank. The carcass seems to be fresh, only a few hours dead. You notice two small puncture wounds in its neck. Looking closer, you can see the skin around its face is desiccated. It's been completely drained of blood. Vampire. Ach, sowas gibt's doch nicht. Wir brauchen einen, was war das? Espenflock? War das Espe? Ich weiß jetzt nicht, was es bei Ding ist, aber es gibt überall immer andere Sachen. Ja, ich hatte auch. Flock halt. Ich hatte auch ein Buch, da ging lustigerweise Silberkugeln, was eigentlich gegen Werwölfe ist, aber okay. Der Tod ist tot. Ich habe schon noch mal Silber oder was anderes. Oh, nimm mal. Ein Video. Running, my archer's got decent aim and plenty of arrows. A strange symbol glows marked on their flesh, and ganz something within you stares in response. Waffen runter, jetzt Weisheit, das finde ich gut. Ja, unsere Nekromantin. Da ist überall plus 1. Ah, das ist knapp. Nee, beim letzten Mal kein plus 1. Genau, neben dem letzten Mal kein plus 1. Überall anders. Soll ich Inspiration einsetzen? Wir haben 4 davon. Ich glaube, mehr können wir gar nicht ansammeln. Oh. Je Charakter auch ein. Na komm. Ach, das ist doch wohl. Okay, ja. Dann kriegst du einen Punkt weniger. Ja, nein, dann will ich nicht mehr.
I'd like to see you try.